So, Freunde, dann wollen wir jetzt mal die PTRD auspacken und campen, bis der Arzt kommt. Wieder so tun, als wenn wir es drauf haben. Hoffentlich kriegen wir heute wieder ein paar Kübelwagen abgeschossen. Weil ich habe dieses Talent, immer dann PTRD zu spielen, wenn keiner mehr mit dem Kübelwagen fährt. Dann haben wir auf einmal ganz plötzlich keiner mehr, haben alle eine Karabiner in der Hand und dann bringt mir das alles gar nichts. Ja, genau. Was tut er da? Geh weg. Hier, steig ein in deine Klapperkiste und fahr. Kommt noch keine? Wollen die alle nicht? Wie sieht's aus? Zählein, natürlich nicht. Fahr ja wahr. Bitte sehr. Durch die schmale Gasse? Die Winkelgasse. Können wir shoppen gehen? Wow! Fingerpanzer? Ja, mindestens zwei. War das der Party-Lux? Wusste ich doch, da war eine. Du entkommst hier nicht. Niemand entrinnt dem Tod. Peng. Ja, von wo kam das denn? Peng. Auf Wiedersehen. Es hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Es war mir eine Freude. Die Gefühle haben Schweigepflicht. Weil ich eine PTRD hab, sage ich's nicht. Tausendmal hab ich den 38T gesehen und schieß ihm in den Arsch. Düdel-düdel-düdel-düdel. Und immer kräftig hinten rein. Natürlich, du steigst natürlich auf der anderen Seite aus. Ja, natürlich. Wollen wir denn hin? Flucht. Ja, sehr zu empfehlen. Hätte jetzt gelacht, wenn der noch eine Sniper dabei gehabt hätte. Oh, unmöglich ist hier nichts, meine Damen und Herren. Hier hat einer ganze Arbeit geleistet. Wo ist denn mein Freund hin? Lass mich raten, der sitzt oben im Turm. Da wette ich drauf. Da könnte ich meinen unrasierten rechten Hoden drauf verwetten, dass der da sitzt. Na, wo bist du denn? Oder er sitzt einfach nur still in der Ecke und weint. Kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. So, wo ist denn der 38T? Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Dengel, 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 dengel. Oh ja, aussteigen, eine sehr gute Idee. Ah! Ich habe nichts mehr. Danke! Danke, Kommodor! Ich will ja nicht meckern, aber ich bin da mal weg, die! Weg, 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 weg! Nein, 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 nein! Ah! Aber du kriegst die Waffe nicht, ja? Captain Wagen, Captain, genau, Captain das Motorrad, ganz wichtig, spielentscheidend.
Ja, und es spielen wieder. Wir sind drei Mann weniger. Die kriegen nicht C1 gehalten. Nein, ist nicht machbar. Da war nur einer bis eben C3. Das war ein Panzer. Spawn nicht oben. Oder spawn nicht mit dem Finger im. Hoho. Nu. Gar kein Spawn-Camper? Ich warte mal noch auf den Tag. Oh, das kriegen wir schon nochmal hin. Liebe, liebe, liebe Leib, wir sind alle wieder mit dabei. Wo ist denn der Panzer hin? Ey, das Spiel läuft ohne mich. Oh, da hat einer Minen aufgestellt. Komm, Luscha doch ruhig nochmal. Komm nochmal, komm mal nochmal. Steht er da oder steht er nicht? Ich sehe ihn nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Ich mach den erstmal kaputt. Komm, Luscha nochmal. Ich glaube, den hat's gerade zerrissen. Das kann jedem mal passieren. Dreh mir nicht den Rücken zu! Eieiei, das könnte jetzt dumm laufen. Rückzug! Und hinschmeißen! Ja. Das ist aber dumm gelaufen. Rückzug! Schneller wie die Winde! Ich will einen Scharfschützen als Deckung, den kann ich hier wieder sehr gut gebrauchen. Ist ja alles sehr ungünstig. Haha, zu spät. Zu früh. Einer muss ja wieder verteidigen. Peng. Ja. Ah, der war gut. So muss das laufen. Ui. Ich will nicht sterben! Manchmal! Manchmal, Junge. Manchmal, aber nur manchmal hat der Hero ein kleines bisschen Lacken gern. Immer, aber auch immer haben Typen wie Hero eins auf die Fresse verdient. Hasta la vista, Baby. Scheiße, ich sehe ihn nicht mehr. Handzug zu stark. Das ist Lionel General! Peng! Ja, meine Damen und Herren, wir kehren jetzt zum Aufrüstungsstützpunkt zurück und holen uns Munition, weil sonst läuft's nicht und oben läuft irgendwer rum. Das gefällt mir schon mal gar nicht, doch. Das ist einer von meinen. Wird sich schon wieder gegenseitig besnipert, bis der Arzt kommt. So, Munition aufgefrischt. Pistole ist wieder einsatzbereit. Ohne Pistole fahren wir nicht zur WM. Du, 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 du. Schalalala.
Sera, 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 Sera. Wenn hier der Kugelwagen kommt, dann snipern wir den zusammen weg. Boah, wir haben zweimal mit der PTRD. Da kann ja beim Gegner nicht viel rauskommen. Mach doch nochmal Guckuck. Komm, mach nochmal Guckuck. Na, das ist aber dumm gelaufen, hä? Gerade am Nachladen in die falsche Richtung geguckt. Sehr schön. Gib dich! Ah, den haben wir aber weggeholt. Der war gut. Frontal durchkommen ist schwer. Ei, 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 ist ja mal der Ole. Er hat doch gerade mit dem Gewehr auf mich geschossen. Elegant. Ja, man sollte auch Augen nach hinten haben. Oder zumindest in die Richtung davon. Gentlemen, es wird bald. Es ist Zeit vorzurücken. Hauptsache kommt die Granate nicht hierher. Nein, sieht gut aus. Scharfschütze Willibald. Ach, das wäre meiner gewesen. Komm schon! Natürlich, keiner von beiden trifft. Guten Tag, ich habe auch nichts. Oh, wir sind alle mit der PTRD umherrennen. Da fährt ein Panzer 2. Roland, du spielst wieder mit heißen Kohlen heute. Wo ist mein Hula-Hoop-Reifen, mit dem ich hier tanzen möchte? Peng. Snipern wir halt den Panzerfahrer weg. Das ist jetzt sehr unvernünftig, was du tust. Wir gucken kurz raus und gehen wieder rein. Wir schießen kurz auf den Panzer und laufen wieder weg. Das war schon mindestens mal ein Treffer. Da wurde jemand weggepetert. Es lebt er noch? Ist da noch wer? Man weiß es nicht. Jetzt werden wir vom Scharfschützen erschossen. Da wette ich drauf. Wir wetten 5 Euro auf Scharfschütze. 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 Wer schießt denn hier auf wen? Sei es nicht, du schießt auf unseren eigenen Panzer. Der gehört doch zu uns. Und schießt nicht auf den eigenen Freund. Selbst wenn er im Feindpanzer sitzt. Nee, das tut man nicht. Ja, ist doch eigentlich recht angenehm.
Mit Heavyset Gold würde ich mich doch noch deutlich besser fühlen. Ne? Ich hätte auch noch gerne Flugzeuge mit dabei gehabt. Ich hatte vorhin noch ein Spiel, da kamen mehr Kübelwagen an. Ja, richtig, 2 Stück, das war's. Ansonsten habe ich mehr Nahkampfkills mit der Waffe gemacht als alles andere. Ich höre doch ein Fahrzeug. Fährt dieses Fahrzeug noch weiter? Ja, es fährt noch weiter. Peng! Es ist so lächerlich, ganz ehrlich. Du kannst nichts machen, wenn die PTRD auf dem Schlachtfeld ist. Du kannst rein gar nichts machen. Kübelwagen sind tabu, Kratz sind tabu. Alles, was irgendwie nicht gepanzert ist, ist sowieso tabu. Und leichte Panzer kannst du vergessen. Und dann wird alles weggepetert. Wollen sie denn hin? Ja, dann schießen wir doch den Mann weg. Oh, den haben wir jetzt aber. Mein lieber Gesangsverein, den holen wir jetzt aber weg. Oh, und angelegt und... Ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, ich sag's ja, ich bin so toll. Ja. Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie mit dem 38T durch den Wald fahren gegen Russen. Aussteigen. Ich gebe zu, in der Verteidigung ist das arm. Das hat einfach... Du hast keine Chance. Kannst es vergessen. Wenn jeder mit der Waffe umherrennt, kannst du... Ja, eigentlich kannst du am Anfang schon GG schreiben, weil es bringt ja nichts. Heavyset und das gegen ungepanzerte Fahrzeuge drin haben. Infanterie vor. Vorbei. Game over. Unmöglich zu verlieren damit. Also finde ich. Leichte Panzer, mittlere Panzer. Du kommst ja auch beim Panther hinten durch, also man muss sich dann halt eben rumschleichen, ne? Oder seitlich musst du dann schon gut sitzen. Da steht der deutsche Panzer 2 gekapert. Alle tot, keiner mehr da, das war's schon. Tag. Sonst noch wer? Ja, das ist ja jetzt vorbei hier. Mit der Ruhe, der Gemütlichkeit sind wir doch jederzeit bereit. Es ist zu einfach. Wenn die eine Line zu ist, kannst du sie so aufrollen. Es ist... Jetzt haben wir einfach noch ein paar Infanteristen weg. Eigentlich den Panzer haben. Irgendwas qualmt, aber ich sehe nicht was. Ist der Panzer? Na, jetzt hat immer das Ding natürlich von der Nase weggeschossen. Lass mich raten, er klaut mir jetzt nochmal den Kill? Ja, na klar. 2-Mann-Kill. Einen hätte mir mal übrig lassen können. Ich komme hier gar nicht auf Quote. Oh, links über die Schulter geschossen. Aber. Was ist das jetzt hier? Das leichte Aufbäumen vor dem vor der Niederlage? Ja, ich kann auch rückwärts durch den Wald laufen. Ja, ich kann auch rückwärts laufen. Ja, wie man unschwer erkennen kann, geht die ganze Sache auch rückwärts. Und das war zu früh geschossen. Gut, gehen wir wieder auf A2.
Die machen jetzt auch einen Stress draus über den letzten 2 Meter. Weil wir sind 10 gegen 17, das kann ja jetzt hier nichts mehr werden. Der ist so zu schwer zu sehen da hinten. Geht doch. Das Problem ist immer nicht den zu treffen, sondern auch die Stelle zu treffen, da wo ich auch wirksam habe, ne? Oben am Turm ist schwierig. Jetzt komme ich wieder nicht durch. Er kommt natürlich wieder durch. Keiner Drecksack. Das dritte Mal heute schon. Langsam reicht's. Wir haben noch einen Schuss haben wir noch. Ja, nichtsdestotrotz, ich hatte jetzt bis jetzt noch kein Spiel, wo man jetzt großartig auf den Sack kriegt. Die müssen die Leute, wenn du PTRD-Schützen mit dabei hast, musst du die Leute jagen. Und das ist im Wald eigentlich nahezu unmöglich, dass du die da alle findest. Wer hier Essen verteilt, ist auch ziemlich arm. Aber okay, kann man ja machen, von mir aus. Wenn jetzt hier ein Scharfschütze steht, dann hat er mich. Man sitzt immer hier ein bisschen auf dem Scheißhaus, aber ist okay. Man hätte auch statt hier so einer Kiste, hätte man auch, keine Ahnung, eine kleine Toilette hinstellen können. Sieht genauso aus. Wäre lustiger. Hätte einen Gag-Effekt. So, mehr brauchen wir nicht. Auf geht's. Es kam aber auch wieder erstaunlich wenig Kübelwagen, ne? Es ist schon wieder, ne? Zum Anfang waren es ja, sie waren ja zum Anfang auch mal ein paar Mann mehr. Ja, aber wir kriegen jetzt nicht die Leinen geschlossen. Das ist jetzt schon ein bisschen, lächerlich. Ja, da war ein Baum. Den habe ich, nicht gesehen im Wald. Falls jemand fragt. Ja, also wer mit der Waffe umgehen kann, der kann ja eigentlich alles machen. Ich hätte auch gerne noch ein paar Flugzeuge abgeschossen, hatten wir nicht, können wir also nicht nehmen. Kann ja nicht alles haben. Aber gesnipert wird wieder ganz kräftig. Sniping the Snipers. So, Ronald macht jetzt noch einen auf Longshot Silver. Wenn er jemanden sieht. Sieht die so aus? Nein, den hätte man jetzt aber noch mal haben können. Ah, Versuch war es wert, oder? So, auf den letzten 3 Meter. Ja, toll war es nicht, das Spiel, weil es ist eine Verteidigung. Bei der Verteidigung ist immer nicht viel los, aber mit der Waffe kann ich halt auch nicht großartig in Angriff gehen. Ich könnte zwar auch ganz gut die Leute wegschießen, aber ich will ja zeigen, dass das Ding eigentlich nahezu unbesiegbar ist. Ne? Also ich habe jetzt hier 6 Panzer zerstört. Ich hätte jetzt auch noch gerne ein bisschen mehr gehabt. Ja, wie gesagt, man kann nicht alles haben. Wenn ich mal alles kriegen würde, auf 25 Minuten gerechnet, 20 Kills. Aber sie sind halt eben, ne, du kannst mit der Waffe eben halt alles machen. So, und jetzt wird bestimmt die Leute wieder interessieren. Also ich habe jetzt einen Verlust von 2500, 2600. Aber ich habe auch so ziemlich auf alles geschossen, was da war. Und habe jetzt gewonnen 11.000. Also ich habe einen 8.000er ganz locker Gewinn. Und das ist eben mit der Waffe, wenn man noch nebenbei ein paar Flugzeuge und ein paar mittlere Panzer sprengt, echt stark. Ansonsten habe ich Genüge getan und den Leuten, die unbedingt PTRD nochmal sehen wollten, bitte sehr, hier, das war's. Also man kann auch mehr abschießen, wie gesagt, wenn die Kübelwagen mehr besetzt werden, werden mehr kommen, weil dafür ist die Waffe ja da, um leichte Fahrzeuge zu sprengen, dann kann man auch ordentlich was abschießen. Und wenn die Leute gewinnen wollen, ist die Waffe eben echt böse.